Meine Damen und Herren, Ogada heißt Sie herzlich willkommen. Bitte bleiben Sie noch so lange angeschnallt sitzen. Nicht nur bis die Anschnallzeichen ausgeschaltet sind, sondern wir von den ägyptischen Behörden die Freigabe zum Aussteigen erhalten haben. Später öffnen Sie bitte die Staubfächer über Ihnen vorsichtig, damit keine Gegenstände herausfallen können. Überprüfen Sie noch einmal die Sitztasche nach Wertsachen. Passagiere mit Kindern unter 2 Jahren, die von uns vor dem Start ein extra Gurt und eine Schwimmweste erhalten haben, bitten wir diese auf dem Sitz liegen zu lassen. Beim Aussteigen achten Sie bitte darauf, dass es zwischen Flugzeug und Fluggastbrücke einen Höhenunterschied geben kann. Aus diesem Grund empfehlen wir, Kinder beim Verlassen des Fluges an der Hand zu halten. Wir möchten uns hier von Ihnen verabschieden. Im Namen von Condor hoffen wir, Sie hatten einen schönen Flug mit uns. Wir wünschen eine schöne Zeit hier, sonnige Tage. Bleiben Sie gesund und wir freuen uns, Sie auf dem Rückweg wieder bei uns an Bord begrüßen zu können. Bis dahin, vielen Dank und auf Wiedersehen. Ladies and gentlemen, welcome to Hurghada. Please remain seated with your seatbelts fast. Until we've reached our final parking position, the signs of the seats have been switched on, and the Egyptian authorities have given us the clearance to disembark. After reaching our parking position, please open the overhead lockers and lock your seat carefully in order to avoid falling objects. Moreover, please remember to check the seat pockets for any personal items. For those traveling with children under 2, you receive an extra belt and a life vest before takeoff. It would be a great help for us if you could leave the items on your seat. Please be aware that there may be some level differences between the plane and the stairs. If traveling with a child, we ask you to hold the child's hand when leaving the aircraft. On behalf of Condor, we'd like to say goodbye to you. Wish you a pleasant time here. And until the occasion of your return flight, goodbye and auf Wiedersehen. Can we call this outdoors?